Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. In der letzten Saison erzielte Adriano Grimaldi im Derby für Preußen Münster das Siegtor. Nun kehrt er mit seinem neuen Club 1860 an den Ort zurück, wo er selbst 1-2 Jahre spielte, an die Bremer Brücke. Fast 14.000 sind gekommen, um das Stadion ab der ersten Sekunde in einen Hexenkessel zu verwandeln. Und sie sehen gerade mal in der fünften Minute diese hochkarätige Chance für die Hausherrin. Richtig gefährlich wurde es da. Blacher bringt den Ball herein und Taffertshofer verlängert per Kopf an die Latte. Da hätte es schon 1-0 stehen können. Daniel Thun, seine Mannschaft war heiß, noch ungeschlagen in dieser Saison. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe die Gäste sich das erste Mal vor dem gegnerischen Tor zeigten. Aber dann so richtig. Adriano Grimaldi profitiert vom Fehler von Nils Körber, der da unglücklich klatschen lässt. Hereingekommen der Ball von Steinhardt mit viel Zug zum Tor und Grimaldi trifft erneut wie schon am Wochenende dann auch sein typischer Jubel. 1-0 ging es in die Kabine und sie machten so weiter in Durchgang 2, wie sie aufgehört hatten. 47. Minute, wieder Standard, wieder Tor, wieder Grimaldi mit beteiligt. Diesmal allerdings als Vorlagengeber, legt mustergültig auf für Simon Lorenz, der auch schon bei 5-1 Erfolg gegen Lotte zu Hause für das Team von Daniel Birovka traf. Jetzt traf er erneut. Alvarez, mittlerweile eingewechselt, versucht dann mal was zu initiieren und Grimaldi bekommt in der Box den Ball an die Hand. Das hätte doch Strafstoß geben müssen. Schiedsrichter sah es anders. Eine klare Fehlentscheidung. Der Kontakt ist da. Vergrößerung der Körperfläche. Das war dann einfach schusselig. 77. Minute. Osnabrück wollte unbedingt den Anschlusstreffer und der kam dann. Und zwar so. Alvarez entscheidend beteiligt. Der drehte richtig auf, nachdem er reinkam. Hier auch entscheidend dieses Kopfballduell, wo sich Haider durchsetzen konnte gegen Lorenz. Alvarez kommt dann vorbei an Weber und hat die Übersicht für Manuel Farona Pulido. Der weiß ja, wie das Toreschießen geht. Hat am ersten Spieltag hier in der 94. Minute vor dieser Kulisse schon getroffen. Das Publikum erhebt sich für eine extrem heiße Schlussphase. Schafft Osnabrück den Ausgleich. Erst einmal das hier. Was ein Riesenschnitzer. Trapp wollte auf Schiller spielen, der hat damit nicht gerechnet und der Schiedsrichter machte das einzig Richtige in dieser Situation, zeigte Schiller die rote Karte, weil der dann am Ende zu spät kam gegen Perolu. Notbremse, der wäre frei durch gewesen, hätte zum möglichen 3-1 treffen müssen. Felix Schiller das erste Mal in der Startelf gewesen. Daniel Thun überraschte mit einer Dreierkette. Das funktionierte an und für sich. Und die Löwen gaben jetzt nochmal Gas, hatten mehrere solcher Kontermöglichkeiten in den Schlussminuten. Doch verwandeln konnten sie diese halt nicht. Wilsch gegen Körber. Kein Vorbeikommen. So gab es dann tatsächlich noch mal eine Möglichkeit. Und zwar in der Nachspielzeit. Dieser Freistoß, Alvarez, und der passte. Die Bremer Brücke drehte durch. Markus Alvarez belohnte sich für eine tolle Vorstellung mit dem goldenen Tor zum 2-2. Was ein Sahnefreistoß. Da war kein Platz mehr. Und so hieß es am Ende 2-2 dank des Last-Minute-Treffers von Markus Alvarez. Die Mannschaft hat wieder brutal gut gespielt, kriegen zwei ganz bittere Standard-Gegentore, wo wir wissen, dass die 60er einfach gefährlich sind. Und ich glaube zum Schluss, dass hier die Bremer Brücke gebebt hat, dass sie uns vorgepeitscht haben und dass dann so ein Ding reingeht. Ich habe jetzt lange gewartet, dass wieder einer gepasst hat. Und deswegen bin ich einfach überglücklich, dass es geklappt hat heute. Es ist sehr, sehr bitter. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Osnabrücker in der ersten Halbzeit echt gut gespielt haben. Wir 2-1 in Führung gehen in der zweiten Halbzeit. Klar, machen die sehr viel Druck, haben viele Standards. Aber letztendlich verteidigen wir jetzt einfach brutal. Holen jeden Kopfball hinten und dass wir dann durch einen Freistoß das Tor kriegen, ist sehr, sehr ärgerlich.
0-2 zurückgelegen, Anschluss geschafft, rote Karte kassiert und trotzdem belohnen sie sich für eine tolle Vorstellung an diesem Tag, schaffen den späten Ausgleich und sind weiterhin ungeschlagen, der VfL Osnabrück.